Die letzte Juliwoche, praktisch das Finale des zweiten meteorologischen Sommermonats, wird spannend werden. Da gibt es ein paar sehr heiße Badewettertage mit solch einem Wetter und dann wieder kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die Modelle vorhaben für Anfang August. Grüße Sie und grüße euch. Kurzer Modellüberblick. Hier die aktuellen 15 bzw. 16 Tage-Trends, die Ensembles. Rote Linie, das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, die hier in bunt sind. Und da gibt es ein paar Ausreißer, die 20 Grad Isotherme erreichen, würde am Boden um die 35 Grad bedeuten. Aber die sind nur ganz wenige und ganz, ganz knapp. Außerdem gibt es immer wieder Niederschlagssignale. Das spricht weiterhin für Wechselhaftigkeit, allerdings auf einem höheren Niveau, das wir auch am Süden Deutschlands deutlich erkennen. Hier sind wir zum Beispiel dann Richtung Monatswechsel und Anfang August immer über dem langjährigen Mittel, was das Mittel angeht. Davor eine Berg- und Talfahrt mit zum Teil viel Regen. Das spricht für kräftige Schauer und Gewitter. Drumherum gibt es kurze Hitzewellen. Und auch hier ziehen wir mal die 20 Grad Isotherme ein, die für 35 Grad am Boden gut wäre. Und die wird doch dann immer wieder berührt. Das heißt, kurze Hitzeschübe wird es in der nächsten Zeit geben. Blicken wir nach Süden in Norditalien. In Mailand sieht es wie folgt aus von den Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Da wabert auch alles so leicht überm Schnitt, aber eine große brachiale Hitzewelle, die mit Macht kommt und bleibt, ist also nicht in Sicht. Wir schauen auf die Einzelläufe. Hier das europäische EZMWF-Modell für Anfang August, das ja am Donnerstag, am Mittwochabend noch diese große Hitze gezeigt hat, sieht das Ganze wieder abgeschwächter, aber mit einem Hoch über Skandinavien und die Hitze käme in den äußersten Südwesten. Das amerikanische GFS-Modell zeigt für den gleichen Zeitraum Anfang August wieder ein Tief, entsprechend im Norden kühl. Im Süden würde die Hitze verdrängt werden. Mittelt man jetzt die Modelle, dann sehen beide wieder gleich aus wie am Mittwochabend mit der 15 Grad Isotherme, die sich bis in den Süden Deutschlands reinwölbt. Und immer wieder gibt es diese Einbrüche, dieses Hin und Her, zeigen also die Modelle an. Eine große brachiale Hitzewelle ist damit nicht in Sicht. Schauen wir mal auf die nächste Woche. Am Montag ziehen die Reste der Front, die am Sonntag durchgezogen ist, ab mit einzelnen Schauern in den Alpen auch Gewittern. Es ist noch windig, wird aber sonnig. Und am Dienstag haben wir einen wunderbaren Sonnentag. Der wird auch ziemlich heiß. Im Nordwesten kommt die nächste Front an und gegen Abend gibt es dann im Westen auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen am Montag 19 Grad an der See und um die 30 Grad und darüber schon in den Alpenländern. Und wir dürften dann am Dienstag im Südwesten bis zu 37 Grad bekommen. Es ist ein genialer Badewettertag, wie im Hintergrund mit dem Bild. Aber es ist nur ein Tag, denn am Mittwoch kommt die Regenfront herangezogen. Ach so, wir haben auch noch eben ja, die große Hitze. Mittwoch, die Regen- und Gewitterfront mit Unwettergefahr zieht von Nordwest nach Südost über uns hinweg. In der Osthälfte Österreichs hält es noch mit bis zu 35 Grad. Sonst gibt es eine deutliche Abkühlung. Am Donnerstag kleben dann die Reste der Front noch im Südosten. Dahinter setzt sich wieder die Sonne durch. Es ist windig, einzelne Schauer sind anfangs noch unterwegs, die klingen ab. Bei normal sommerlichen Temperaturen. Dann wölbt sich die nächste Wärme- bzw. Hitzewelle auf und zwar in einer Woche am Freitag und Samstag. Ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber wir machen das jetzt mal Pi mal Daumen. Am Freitag im Norden 17 bis 25, im Süden 25 bis 32 Grad mit viel Sonnenschein. Am Samstag wird es dann überall wärmer bzw. heißer, in den Alpenländern schon wieder bis zu 36 Grad. Und aller Voraussicht nach kommt dann am Sonntag in einer Woche eine Abkühlung mit Schauern, Gewittern und Wind und die Temperaturen gehen wieder auf normal sommerliches Niveau zurück.